Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Die Sims 3 mit der Family Dynamic Challenge, Unterschied an Stammbaum Challenge, oh mein Gott, zu viele Challenges. Ja, April ist gerade auf dem Weg zu dem ersten Live-Unterricht, bin gespannt, was man bei diesem Studiengang machen muss. Ich habe nämlich auch noch nicht alle Studiengänge in Sims 3 durchgespielt. Versuchen wir einfach unser Glück und schauen, was so passiert. Und ich habe eine neue Aufgabe reinbekommen, um so ein bisschen mein Star-Ansehen zu steigern. Ich muss mich nämlich mit irgendeiner Frau anfreunden. Der Name steht hier unten, aber ich kann den kleinen... Ah, ne, mit Promi anfreunden steht da einfach nur. Agentur. Ja, wir müssen uns mit irgendeiner anfreunden halt. Was müssen wir jetzt hier machen? Okay, bau dein Pult auf. Ah, ist ja krass cool. Geschäfts... nice. Also mein sieht cool aus als deins. Oh, das sieht genauso aus. Es gibt Duschen. Das wollte ich nur mal so gesagt haben. Sticker haben hier nichts zu suchen. Was kann man in diesem Ding eigentlich alles machen? Oh mein Gott, das muss ich mal gleich benutzen. Freund von mir, das habe ich ja noch gar nicht angeguckt. Sieht aber krass aus. Hier ist ein Bleistiftchen. Hier ist... wow, nice. Wer bist du? Ich bewundere ja, ich weiß, dass ihr mich alle bewundert. Sie sagt es hier. Luisa alle bewundert. Ich möchte nicht wissen, wie oft ich Luisa schon April genannt habe. Es tut mir unfassbar leid. Sie sieht auch irgendwie aus wie eine April. Gut. Bist du denn nicht eigentlich irgendwo unsere Professoren umgammeln? Gerade nicht. Es reden nur alle durcheinander. Gut, präsentieren wir einfach noch einmal. Achso, du machst direkt weiter automatisch. Okay, gut, hab nichts gesagt. Es ist aber cool, dass ich das so cool aufklappt. Oh, du ziehst eine Duftwolke, ne? Der ist es unglaublich, Mädchen. Sehr schön, vielleicht nochmal irgendwo was draufsteht. Ja, da wird schon ein schickes Foto dabei sein, was ich hier von April mache. Keine Ahnung, warum ich jetzt wieder gehen muss. Ich bin eigentlich wirklich alles andere als müde. Quasi macht das Moment, ich gehe einfach. Warum? Sind wir? Hier draußen ist ja auch noch Partytime. Gut, Stinky ist. Nee, doch, du bist Stinky. Du bist Stinky, du bist nach draußen gegangen. Ich glaube, damit sind wir alle einigermaßen in Ordnung. Gut, aber ich muss dann wirklich mal diese komische Troller suchen, mit der wir uns anfreunden müssen, weil das muss ich wirklich tun. Ich möchte nämlich mit April eigentlich wirklich... Ja, April, ich drehe durch. Mit Luisa. Ich sollte sie, glaube ich, umdrehen. Ich weiß nicht, warum ich so ein April-Ding mit ihr im Kopf habe. Oh mein Gott. Es tut mir leid, Luisa, dass ich dich die ganze Zeit April nenne. Vielleicht liegt es an der Haarfarbe. Ich weiß nicht, Na. Wenn ich jemanden mit roten Haaren sehe, denke ich immer entweder an April, so rot-orange auch, oder halt Mary. Das sind für mich so typische Leute mit roten Haaren. Frag mich nicht wieso, aber irgendwie. Ich glaube, wir müssen nochmal Haare färben. Ich habe ja von ihr, sie hat ja so orange Haare, wie ihre Mutter. Da dachte ich, na komm, gebe ich immer so ein knalliges Rot. Aber da ich sie jetzt die ganze Zeit mit April anspreche, ich weiß nicht, wie wäre es mit so einem Blond oder Braun. Aber ich hatte halt auch schon mal einen Sim, der Luisa hieß, mit braunen Haaren und blauen Augen. Vielleicht mache ich hier blonde Haare. Das könnte... Nein, Luisa, bleib hier. Ausländern.
Komm. Ich schaue jetzt an, ob ich hier Plunder habe. Wo ich glaube, das wird nicht ändern, lasse ich sie. Egal. Vielleicht. Komm, wir gucken uns sie mal mit blonden Haaren an. Ich weiß noch nicht, ob jetzt alle Frisuren ändern, weil ich habe gerade so drinne, dass halt. Obwohl, ich glaube, das gilt nur für. Gilt das nur für die Frisuren oder gilt das für die gesamte Haarfarbe? Ich weiß es gerade nicht. Momentan wird die Frisur. Nee, die Frisur gut. Vielleicht ist er dann. Sieht natürlich auch mit blonden Haaren gut aus. Vielleicht, ich muss ja nicht so ein helles Blond nehmen. Ich kann ja auch so ein Honigblond nehmen. Wir arbeiten hier mal dran und versuchen, das vielleicht so ein bisschen dunkler zu machen. Nee, will ich nicht. Ich will wieder zurück. So. Hier. Das so ein bisschen dunkler. Na, nicht die Strähnchen will ich dunkler machen. Ich will die Hautfarbe dunkler machen. So, dass das als allgemein so ein Ticken dunkler ist und jetzt nicht ganz so krass hell. Ja, das finde ich eigentlich schöner. So ein Ticken dunkler. Geben wir einfach mal die Haarfarbe. Komm, man kann ja auch mal mit Sims ein bisschen Typ verändern. Sie hatte ja schon orange Haare, dann hatte sie eine Zeit lang rote Haare, jetzt hat sie blonde Haare. Vielleicht habt ihr die Haare nochmal braun oder schwarz oder grün oder gelb. Na gut, gelb ist ja fast wie blond. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ab und zu kann man immer sowas Neues probieren. Gut, ich muss jetzt mal ganz kurz schauen. Wo ist denn die Person, mit der ich mich anfreunden muss? Ich hatte vorhin so ein Sternchen auf der Map. Aber jetzt ist das Sternchen weg. Ja, ich kann die Aufgabe abbrechen. Ah, da fährt das Sternchen. Haha, halt, stopp. Vitamin B, runter mit mir. Wer bist du? Du bist eine Frau mit Augen. Ich glaube, du bist entweder ein Vampir oder ein Werwolf, weil du kein Zeichen hast, denke ich, bist du ein Werwolf. Sie ist gerade mal Stufe 1. Ich bin viel berühmter als sie. Warte, ich muss mich doch mit dir... Ich kann aber nicht mit dir reden. Das ist doch... blöd. Gut, dann halt erstmal nicht. Dann gehen wir halt zurück nach Hause mit Erpel. Keine Ahnung. Oder blonde Haare. Ungewohnt. Sehr, 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 sehr ungewohnt. Aber fähren wir halt mal ab und zu ein bisschen. Ich überlege zurzeit auch, ob ich meine Haare ein bisschen färben soll. Auch blond. Ich meine, ich habe ja schon blonde Haare. Auch ziemlich viele blonde Strähnchen. Das sieht man nur in der Kamera, glaube ich, nicht so gut. An sich habe ich teilweise wirklich sehr, sehr viele halbblonde Strähnchen. Gerade so oberhalb der Haare, also die obere Haarschicht. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber hier so unten rum sind halt meine Haare doch ein bisschen dunkler. Und deswegen überlege ich, ob ich das ein bisschen anpasse. Beziehungsweise überlege, es steht eigentlich schon so gut wie fest. Wieso gehst du auf das Männerklo? Ich weiß nicht, das hier ist für mich immer das Männerklo und hier drüben ist die Frauenklo-Duschzeug, weil hier diese komischen Pinkelbecken stehen. Naja. So, jetzt ist hier mal Haaren. Ach, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber wir müssen uns mit dieser komischen Frau anfreunden, was irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß nicht, gibt es dafür irgendwie bestimmte Zeiten? Ashley. Ja, und die richtige. Ja, aber Ashley will irgendwie nicht, dass ich mit ihr rede, habe ich das Gefühl. Gut, wir sind wahnsinnig müde. Ich würde sagen, wir gehen schlafen. Obwohl ich gern mit Ashley reden würde, aber irgendwie will Ashley nicht mit mir reden. Da fährt der Ashley noch. Wie gesagt, wenn ich auf das Sternchen drücke, kommt dann nämlich nur ein Ich will nicht. Aber vielleicht muss ich warten, bis sie vom Fahrrad runter ist. Wir verfolgen sie mal bis nach Hause. Weil sie geht ja gerade auch anscheinend nach Hause. Und dann schauen wir mal, ob wir dann mit ihr rein theoretisch reden könnten. Nein, es ging das zu schnell. Ah, verdammter Mist. Könnte ich jetzt mit dir... Jetzt ist sie da drin. Na toll. Könnte ich mit dir reden? Ich will nicht... Ich kann da mit keinem reden. Ich glaube, ich müsste sie wirklich besuchen und dann... Aber jetzt ist es eh schon viel zu spät. Die lassen mich nach 22 Uhr eh nicht mehr rein. Gut, dann probieren wir dann... Dann probieren wir das einfach von anders. Das ist ja gar kein Problem. Aber ich finde, blonde Haare stehen hier auf jeden Fall auch. Da kann man nichts sagen.
Sieht auch gut aus. Ich glaube, April ist auch fast so ein Typ, der jede Haarfarbe tragen kann. Gut, es geht hier noch ein bisschen. Wir haben heute Abschlussprüfung. Ach du heilige Banane, das habe ich ja... Nee, Quatsch. Wartet. Wir haben ja 2 Wochen, das heißt, nächste Woche sind die Abschlussprüfungen. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, aber sollte diese Woche uns eigentlich noch nicht treffen. Weil dafür sind die Noten zurzeit auch jetzt nicht so geil. Nicht die Noten, aber die Lernskala ist jetzt noch nicht so optimal. Reste essen. Waffeln sind da. Sehr schön, dann klauen wir uns einfach mal Waffeln von unseren Mitbewohnern. Oh, Waffeln wären jetzt auch geil. Waffeln sind aber auch echt gut. Ah, ich finde es zurzeit eigentlich ganz interessant, sowohl in The Sims 3 als auch mit Sims 4 Unis zu spielen. Auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt. Ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ihr das Video rauskommt, noch mit The Sims 4 in der Uni bin. Mit LJ, aber zurzeit bin ich es ja noch. Also zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich gerade aufnehme. Und die Vergleiche mal zu sehen, ist schon interessant. Beim Großteil habe ich doch das Gefühl, dass man in Sims 3 nicht so viel lernen muss, machen muss. Bei Sims 4 ist es ja wirklich krass. Man schreibt eine Hausarbeit, man schreibt eine teilweise eine Hausarbeit, eine Präsentation. Dann hat man natürlich noch die Abschlussprüfung, für die man lernen muss. Man muss zu jedem Fach, teilweise, ja, je nachdem wie viel man nimmt, von 1 bis 4, muss man Hausaufgaben täglich machen. Also nicht bestimmt täglich, aber halt immer bis zur nächsten Stunde. Man hat ja 2 bis 3 Vorlesungen in der Woche im jeweiligen Fach. Das heißt, man muss 2 bis 3 Mal Hausaufgaben machen. Dann zusätzlich noch die Hausarbeit schreiben und noch die Präsentation halten. Das ist schon teilweise wirklich viel Stress. Und hier in Sims 4 ist es eigentlich ziemlich chillig, weil man muss zu den Veranstaltungen gehen. Ja, und das war's dann eigentlich. Ich meine, klar, man kann ja noch, man hat so ein Buch, wo man lernen kann. Man kann am Laptop lernen. Ah, das war's. Und wenn man sich eigentlich bei den Professoren einschleimt, hat man schon eine ganz gute Chance, eigentlich dabei gut rauszukommen. Ist natürlich um einiges entspannter. Nein, April, du sollst nicht deine Sodas leeren. Nein, ist schon wieder kein Reste da. Gut, dann müssen wir halt wieder leider einen Snack essen. Und ich würde sagen, wir essen heute früh einfach mal einen Joghurt. Doch, ich mag die Haare an ihr. Na, die Haarfarbe. Gut, aber ich würde sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt auch wieder von euch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und ja, wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich nächste Woche zu einer neuen Folge von The Sims 3 wieder. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.